Der Bezug der neuen Liegenschaft in der Bundesallee 51 in Braunschweig durch das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit ist eine gute Nachricht. Ich freue mich, dass diese Baumaßnahme, die 2005 in meiner Amtszeit mit einem Architektenwettbewerb gestartet wurde, jetzt abgeschlossen ist. Dass ausgerechnet die technischen Anforderungen an das Rechenzentrum im Dienstgebäude den planmäßigen Abschluss der Baumaßnahme verzögert haben, mag manchem als Minnetekel für das erscheinen, was uns alle beim Übergang in die durch Digitalisierung und Vernetzung geprägte Zeit erwartet. Dass die Einweihung des neuen Dienstgebäudes mit einem virtuellen Rundgang als Videostream erfolgen muss, ist der Pandemie durch Covid-19 geschuldet. Diese Pandemie ist eine Zäsur beim Übergang der alten, durch Schrift geprägten Epoche der Menschheitsgeschichte in das neue Zeitalter der Digitalisierung und Vernetzung. Kulturelle Umbrüche dieser Dimension lösen strukturelle Änderungen in allen Lebensbereichen aus. Institutionen wie das Bundesamt können in diesem Umstrukturierungsprozess Anker der Stabilität sein. Gestützt auf wissenschaftliche Erkenntnisse und unter Beachtung des geltenden Rechts kann das Bundesamt auch in dieser Situation verlässliche Grundlagen für Verwaltungsentscheidungen, insbesondere im Krisen- und Risikomanagement, liefern. Allen Angehörigen des Bundesamtes, die durch ihre Kompetenz und ihr großes Engagement den Aufbau der Behörde ermöglicht und in der Gründungsphase auch für mich zu einer unvergesslichen Zeit gemacht haben, schulde ich großen Dank. Dem amtierenden Präsidenten, Herrn Kramer, und allen Angehörigen des Bundesamtes wünsche ich auch für die Zukunft viel Erfolg. Bleiben Sie zuversichtlich, helfen Sie unserem Land, aus dem Meer der Informationen und Daten Erkenntnisse zu gewinnen, die Sie und die zuständigen Stellen von Bund und Ländern in kluge Entscheidungen umsetzen können. Ihr Christian Grubel.